Jetzt bin ich hier mit Uwe. Hallo. Hallo. Kurz zu dir, wie lange beschäftigst du dich schon mit Träumen? Mit Träumen an sich, ich denke, als Kind hat man sich schon mal mit Träumen beschäftigt, aber nicht so intensiv. Dann sozusagen, als man erwachsen war, intensiver jetzt seit 11, 12 Jahren, denke ich. Nee, warte, falsch, 9 Jahren. Ich kann sogar ziemlich genau. Seit ich wieder vegan lebe, habe ich mich wieder mit Träumen auch beschäftigt. Die kamen da plötzlich wieder. Ja, ja, so ungefähr aber noch. Ja. Genau. Und gibt es was, das du zurzeit machst mit deinen Träumen? Ja, also ich versuche, dass ich jede Nacht eine Traumerinnerung habe, meistens mehrere Träume, und versuche so meinen Lebenseinstellung und Lebensweg so darauf auszurichten, dass es auch meistens funktioniert. Das heißt, genügend Fokus am Tag zu bekommen. Ich achte relativ viel auf Ernährung auch, dass da bestimmte Faktoren stimmen und dass ich halt auch genug Schlaf bekomme auf jeden Fall. Das auch. Heißt das, du willst dadurch deine Träume in einer gewissen Weise beeinflussen? Ich möchte, dass die Träume mich nicht unbewusst beeinflussen, sodass ich sozusagen die Trauminhalte kenne und auch weiß, dass sie da sind, und dadurch, dass ich Impulse, die ich vielleicht im Leben habe, auch weiß dann, dass sie von Träumen kommen könnten oder dass sie von Träumen kommen in diesen Momenten, dass ich dann auch entscheiden kann, ob ich dem Impuls folgen will oder nicht, weil wenn man einfach einen Impuls von einem Traum hat, den man nur trüb hatte oder vergessen hat, ja, dann folgt man dem sozusagen ja blind. Und das, denke ich, ist ganz sinnvoll, das klar zu sehen. Also auch im Wachleben Klarheit über die Träume, die man nachts hatte, ja, zu haben. Und auch im Klartraum? Und auch Klarträume, also klar, die sind regelmäßig da, aber jetzt nicht jede Nacht. Das kommt halt ein bisschen auf meine, auf das Grundsetting an sozusagen, ob der Tag irgendwie, ob ich entspannt ins Bett gehe, ob ich viele Gedanken im Kopf habe. Wenn ich sehr viele Gedanken im Kopf habe, ist es mitunter schwierig, das dann wirklich gut drauf zu konzentrieren. Genau. Aber also regelmäßig, also 2-3 Mal die Woche bin ich definitiv auch klar. Und du meinst, dass du sozusagen Impulse, die unbewusst sind im Traum, dass du die reflektierst, also dass du bewusst wahrnimmst, entweder wenn du wach bist oder im Traum schon, und dass sie dich dann weniger beeinflussen oder so? Und genau. Also ich könnte jetzt ein Beispiel bringen, man hat irgendeinen erotischen Traum oder so, und dann hat es tatsächlich, habe ich schon festgestellt, nicht unbedingt damit zu tun, ob ich jetzt im normalen Leben gerade irgendwie eine sehr hormonelle Phase habe und da irgendwie gerade drauf schaue oder nicht. Und dann kann ich das sozusagen, ja, wenn ich dann plötzlich einen Sextraum habe, dann werde ich jetzt nicht plötzlich auch tagsüber total horny durch die Gegend laufen, weil ich auch weiß, dass es sich aus verschiedenen Quellen speist sozusagen. Jemand, wer unbewusst sozusagen irgendwas Erotisches träumt, der dann früh aufwacht, ein bisschen erregt, der wird das wahrscheinlich mitnehmen in den Tag. Das meine ich so mit dem Unterschied. Ja, das wäre jetzt auch so meine Frage gewesen, wie das so dein Leben beeinflusst. Also wäre das im Prinzip dadurch, dass die Sachen dir bewusst werden, haben sie weniger Einfluss auf dich? Genau, beziehungsweise kann ich halt entscheiden, ob manchmal habe ich auch irgendwie eine Art Info oder so, wo ich das Gefühl habe, ah, okay, jetzt wurde mir wirklich mal kurz nochmal auf was hingewiesen. Ja. Das sind meistens nur kleine Abschnitte in den Träumen. Es ist nicht so, dass der gesamte Traum mir da jetzt irgendwie was zeigt oder eine Episode von mehreren Episoden in der Nacht. Ja. Weil ich denke, dass es da halt auch sehr unterschiedlich gelagerte Träume einfach gibt. Cool. Und meinst du, das ist auch ein größerer Einfluss, den diese Beschäftigung mit den Träumen auf dein Leben hat? Ja, definitiv. Also ich habe, denke ich, als ich dann als älter war, mich damit angefangen habe zu beschäftigen, war schon dieser Impuls da zu bemerken, irgendwas mit, was über die, ich sage jetzt mal ganz pauschal, die Wahrheit über, warum sind wir Menschen, was ist Bewusstsein und alles drum und dran, dass da ein Schlüssel gewissermaßen auch im Verständnis der Träume liegt. Und dahingehend würde ich sagen, weil ich mich seit 7 Jahren dann noch mal intensiver mit den Träumen beschäftigt habe, weil ich grundlegend ein paar Dinge in meinem Leben geändert habe, dass ich da einen ganz guten
Weg gefunden oder eine ganz gute Idee davon habe, was es wirklich ist. Ja. Auch auf den verschiedensten komplexen Ebenen. Wie gesagt, ich denke, es gibt halt verschiedenste Arten von Träumen. Ja. Und da habe ich gewissermaßen Zuversicht gewonnen, auch wirklich im realen Leben richtige Entscheidungen fällen zu können. Ja, cool. Ja. Ja, danke schön. Hast du vielleicht zum Schluss noch einen Tipp, wenn jemand so ähnliche Ziele hat wie du, das zu erreichen? Na, also ich glaube, dass es eine gute Sache ist, unabhängig von Traumwelt oder Realwelt, einfach schon zu entdecken, wie die Dinge wirklich sind. Dass das wichtig ist, weil dann kann einem halt weder in der jetzigen Welt noch in den Traumwelten, wo ich der Meinung bin, das gibt es beides, jemanden etwas vormachen für etwas, was es gar nicht ist. Mhm. Und in, sag mal, weiß ich nicht, man könnte jetzt das profane Beispiel Politik in der Welt nehmen, da wird viel versprochen, dann ist es nicht. Und ich bin mir sicher, es gibt auch bei den Traumwelten so eine Welten, wo Leute, die so ein bisschen per Zufall luzid träumen, gerne mal auf was gestoßen werden, Leute treffen, die erzählen, so und so ist alles. Und wenn man sich aber keinen selberen Plan macht, dann kann man das gar nicht überprüfen ab einem bestimmten Punkt. Und man muss immer sehr vertrauen und ich glaube, es gibt diesen sehr pauschalen Spruch so, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Der hat zwar auch seine Grenzen, dieser Spruch so, also sollte man nicht auf alle Dinge im Leben, man sollte auch ein bisschen Vertrauen haben natürlich, aber bei bestimmten Sachen, gerade die sehr speziellen, finde ich es schon gut, genau zu schauen, warum passiert jetzt eigentlich was? So, wie ist der Blitz ein Ding, was von Gott gesandt wurde im Mittelalter? Nein, es ist eine elektronische Entladung. So. Okay, ja. Ne? Man kann halt viel Mythos aufbauen und man kann halt auch genau schauen, okay, was davon ist jetzt haltbar und was nicht. Also auch so hinterfragen. Einfach. Hinterfragen, genau. Also hinterfragen, kritisches Bewusstsein, das ist so schön im Traum. Ja. Das ist im Traum wie auch in der realen Welt sehr angebracht, dass und ich glaube, da kann man gute Fortschritte machen, allgemein im Leben. Deshalb ist das wichtig. Ja. Cool, danke schön. Ja. Danke auch fürs Interview. Ja, tschüss.